Moin Moin zum Aussteigekanal. Heute Morgen gehe ich aus meiner Kiste raus und finde neben meiner Kiste eine kleine Schlange. Also ich nehme mal an, eine meiner Katzen hat die gebracht und ist auch ziemlich angefressen und so. Was sind sie, ne? Wer hat denn die gebracht, Leute? Hm? Und die nehme ich jetzt und ist schon ganz kalt und dann muss man die ja irgendwie entsorgen und deswegen schmeiße ich die zu meinen Hühnern rein. Hier ist sie. Irgendwas muss man ja damit machen, die Hühner fressen sie wahrscheinlich auf. Erstmal haben Hühner Angst vor Schlangen, aber wenn sie merken, dass sie tot ist, dann werden sie sie auch irgendwann picken und essen, nehme ich an. Mal schauen. Die sind schon ganz aufgeregt. Hühner wissen genau, was eine Schlange ist. Achtung! Jetzt regt sich die Hühnerfamilie auf. Ah. Schon kapiert, dass sie tot ist, jedenfalls. Hat sie sich bewegt, haben sich nochmal erschrocken. Und das während ihres Frühstücks. Wenn sie so picken, sieht es aus, als wäre sie lebendig. Das ist ja witzig. Nur die Mutigsten kriegen ein Stück. Ja, tolles Frühstück, Leute. Und da hinten, die Gesellschaft regt sich auf. Es ist aufgeregt, dieses Krähen. Ja, die Damen sehen weitaus mutiger wie die Männer. Wie man es halt eh schon kennt. Ja, jetzt sind noch zwei dazugekommen. Jetzt sind mutig. Ich geh mal. Mal hinter, vielleicht sieht man es dann besser. Drei mutige Damen von 20. Vier. Witzig, wie sie sich erschrecken, wenn sie es hinter sich herziehen. Wahrscheinlich einfach nur wie ein toter großer Regenwurm für die. Aber es ist natürlich nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich hatte auch schon mal kleinere Schlangen. Da hat sich auch mal ein Hahn eine geschnappt. Und hat sie nur zweimal angepickt. Die war noch lebendig. Hat sie nur so hingelegt, wie sie gebraucht hat. Und zwar mit dem Kopf zuerst und hat sie dann runtergeschluckt. Die war vielleicht 50, 60 cm lang und hat die dann runtergeschluckt. Ich habe gedacht, der steckt da dran, weil es war ein großer Hahn, aber trotzdem, ey, sieht ja gar nichts mehr. Mal ein bisschen näher ran. Aber er hat die runtergeschluckt und danach hat man sie gesehen, wie sie in seinem Kropf sich noch bewegt. Das fand ich damals ziemlich eklig. Naja, das wird euch ja beschäftigen den ganzen Tag, nehme ich an. Wenn die jetzt nur so halbtot zum Beispiel gewesen wären, sich noch bewegt hätte oder so, dann hätten alle Hühner total Angst gehabt. Die haben nämlich total Angst vor Schlangen normalerweise. Aber Hühner können recht krass sein. Also ich hatte ja mal fast 100 Hühner in dem anderen Haus, wo ich gewohnt habe und habe auch Eier verkauft und so weiter.
Und dann hatte ich irgendwann mal eine Hühnerkrankheit. Und ich hatte nicht wirklich einen Überblick über meine Hühner. Jesus. Oh. Und da war irgendwann mal ein totes Huhn. Das habe ich nicht bemerkt und habe das nicht rechtzeitig wegräumen können. Dann haben die anderen Hühner angefangen, das tote Huhn aufzuessen. Richtig kannibalenmäßig. Und da hatte ich auch Pferde und im Strohlagerungsraum, Box oder was das da war, da, wenn man da die letzten Strohballen rausgenommen hat, dann waren da immer Ratten und Mäuse dahinter mit ihren Nestern. Und da hatte ich einen Terrier und der Terrier ist rein in die Box und hat im Windeseile die Ratten totgebissen. So schnell, da konnte man gar nicht gucken. Und dann kamen die Hühner und haben die toten Ratten rausgetragen und die toten Ratten zerpickt und aufgefressen, aber auch echt schnell. Jetzt geht's aber los hier. Also wer das nicht sehen kann, bitte abschalten. Na, wer hat die gebracht von euch, ihr Mäuse? Na, krieg ich. Also ich werde es jetzt weiter beobachten, was mit der passiert. Sie kauen ja schon ganz heftig hier. Wow. Endlich mal was los im Hühnerstall. Komm später nochmal und werde den Rest filmen.